In diesem Video zeigen wir euch für die Aktion Spielen Spenden, wie ihr Samosa-Füllungen mit Hähnchen zubereiten könnt. Dafür braucht ihr Hähnchenbrust, eine Paprikaschote, Spitzkohl, gekochten Reis, tiefgekühlte Erbsen, Chilischoten oder getrocknete Chiliflocken, eine Knoblauchzehe, Pflanzenöl, frischen Koriander, Wasser oder Gemüsefond nach Bedarf, Speisestärke oder Kokosmehl nach Bedarf. Zunächst Paprika und Knoblauch in kleine Würfel schneiden und in Öl unter gelegentlichem Rühren anbraten. Etwas zur Seite schieben und Garam Masala, Kurkuma, Pfeffer und Salz daneben anschwitzen. Alles vermengen und fein gewürfeltes Hähnchenbrustfilet hinzufügen. In der Zwischenzeit Chili und Knoblauch hacken und Spitzkohl in feine Streifen schneiden. Spitzkohl in die Pfanne geben, Koriander, Knoblauch und Chili hinzufügen. Mit etwas Wasser oder Gemüsefond ablöschen und einkochen. Zum Schluss Erbsen und Reis hinzufügen und unter Rühren erwärmen. Erbsen mit einer Gabel oder einem anderen Küchengerät zerdrücken, um die Masse zu binden. Sollte sie zu feucht sein, mit etwas Speisestärke oder Kokosmehl andecken. Wir wünschen euch einen guten Appetit.